ist das Zähneschrei auf ein Schnittel der So, jetzt habt ihr eine tolle Stimmung da, ein tolles Fest. Habt ihr geglaubt, dass das so wird? Nein, wir haben schon gerechnet durch die Live-Musik, durch das Demon-Trio, dass wir heuer mehr Personen, mehr Mieter ansprechen für das Fest. Ihr seid ja schon erprobt mit Festen, das Weihnachten bei euch ist ja immer ganz eine tolle Sache. Also es habt ihr schon ein bisschen Übung, glaube ich, gell? Ja, wir machen das jetzt schon seit ein paar Jahren. Also das heißt, der Christian Dick und ich als Heinrich Kindl als Mitarbeiter hier organisieren uns die Feste und ja, funktioniert einwandfrei. Und die Leute sind zufrieden und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut mit dem Kinderfreunde-Programm, weil man sieht, die Kinder sind voll in Action. Ja, Kinderfreunde sind ein Kooperationspartner von uns, sind auch bei uns im Bau untergebracht und machen mit uns eigentlich auch bei den Festen immer mit Spielebus, Hüpfburg und mit Tanzeinlagen oder Gesangseinlagen zu Weihnachten. Ja, so lässt es sich leben im Seitzhof, gell? Ja, das ist Leben im Karl Seitzhof. Ich sag dir Dankeschön. Bitteschön. Also Gratulation, ein ganz ein tolles Fest. Ich habe gehört, ihr habt es backen wie die Bösen, gell? Ja, wir backen eigentlich Tag und Nacht, dann einen Tag davor, immer frisch gebacken. Sehr viel Zeit, sehr viel Aufwand, aber wir machen es mit viel Liebe, weil wir den Erfolg sehen und uns ist sehr wichtig, die Zusammenarbeit mit den Mietern, die Gemeinschaftlichkeit im Gemeindebau. Und immer wieder ist es für uns eine Freude und wirklich macht Spaß und so, da sehen wir die viele Arbeit dann nicht mehr so eng eigentlich, ja. Habt ihr eigentlich zusammengerechnet, wie viel Möse braucht ihr? Nein, das an und für sich ist es sehr schwierig. Manchmal backen wir mehr, manchmal weniger, je nachdem bei den Festivitäten. Flohmarkt ein bisschen weniger, bei großen Events, so wie jetzt das erste Mal das Sommerfest, ja. Mit Live-Musik haben wir voll gebacken, also mindestens 20 Kilo Mehl, wenn nicht noch mehr. Zucker reden wir gar nicht, ja. Frisches Obst ist vorhanden, ja. Alles muss frisch sein, ja. Weil wir wollen keine, weiß ich nicht, entschuldigen, tiefgefrorenen Dinge. Wir wollen das frisch gebacken und das kommt auch sehr gut bei den Mietern an. Und die Leute sind zufrieden. Man sieht, ich habe gerade vorher geredet mit einer von den Kinderfreunden, die gesagt hat, wenn ich nur aufhören könnte. Ja, das stimmt. Wir sind also sehr zufrieden, ja. Ich denke immer, im Gemeindebau ist es auch so ein Geben und ein Nehmen. Ja. Wir machen alles gemeinsam. Natürlich gibt es hier und da immer so Unstimmigkeiten, aber das ist gleich von der Hand gelöst, ja, weil wir einfach immer miteinander an einen Stand ziehen. Ja. Also das ist echt super da. Ja. Und wie gesagt, ich arbeite als Wiener Hausbetreuerin da seit 6 Jahren und ich möchte es nicht missen. Also man kann nur eins sagen, schaut einmal vorbei im Seitzhof, da ist immer Stimmung. Ja, bitte unbedingt. Immer schauen, Facebook oder wir haben es auch immer an die Tafeln angehängt. Ja. Mundpropaganda, SPÖ und so weiter. Machen wir auch ein bisschen Werbung natürlich. Aber es kommen immer wieder Leute, nicht von Karl Seitzhof, sondern von auch weiter her, was uns natürlich viel Freude bereitet. Stimmung ist angesagt, Spaß. Einfach abschalten von Alltag und einfach sozusagen die Sau rauslassen. Dann sage ich schon Danke. Gerne, danke. Ja, super.